ein ausgesprochen sinnliches Geschehen hier. Ich beneide Sie. Also ich kann Sie gerne mal abtreten, aber ich kann zustimmen. Es muss so ein Hefeteig, bevor er verarbeitet wird, vorher noch mal ordentlich durchgeknetet werden. Ja. Sonst wird das hinterher dem Koch oder der Köchin, dem Bäcker oder der Bäckerin massiv aufdringen. Und ich gebe zu, es macht richtig Spaß. Ja, das sehe ich doch. Ich sage ja, das würde ich auch gerne machen. So etwas noch einmal vorzubereiten, es dann wieder in die Schüssel reinzubringen. Und jetzt geht er noch ein bisschen. Und dann kann er noch ein bisschen ruhen. Dann kann ich das nützen. Und, ja, wollen wir denn einfach irgendwo stellen, den hin? Oh, ich kriege den schon gut hin. Also, ich mache ein Huhn. Man sagt ein Huhn, es ist natürlich immer ein Hahn. Ja. Alles, was man brät, ist ein Huhn. Man deckt man den auch noch ein bisschen zu. Ah ja. Damit man das auch richtig hinterher weiter bearbeiten ein kann. Ein provenzalischer Hahn. Provenzalisch, weil es mit Knoblauch ist. Manchmal, wenn ich Sendung habe am nächsten Tag, nenne ich es zwar immer noch provenzalisch, aber mache es dann ohne Knoblauch. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist vor Kabinettssitzungen. Das kommt auf die Tagesgestaltung drauf an. Ja. Ne? Also wenn man sein Vorzimmer so richtig ausgesucht hat, dass die gleichen Speisefolgen da sind, kann man das auch Knoblauch machen. Achten Sie zum Beispiel am Dienstag, am Mittwoch ist doch immer Kabinett. Am Mittwoch ist meistens Kabinett. Am Dienstag darauf, dass Sie da kein Knoblauch essen? Nee, habe ich noch nie gemacht bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Problem. Süße Paprika, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, dass die nicht zu früh reinkommt, denn wenn die anbrät, wird sie bitter. Und ich schaue auch, dass sie möglichst aufs Fleisch und nicht so sehr in die Butter kommt. Da habe ich vorher ein bisschen Butter. Und dass es begrenzt bleibt, nicht? Ja. Ja, etwas Öl. So, dann Thymian, da bin ich ziemlich großzügig. Eigentlich soll man ihn ja so ein bisschen, dann entfacht er noch mehr seinen Geschmack. Und sehr vorsichtig natürlich Cayennepfeffer. Ja, das ist... Also das mache ich sogar immer erst in die Hand. Es gibt ja Gäste, die hier in meiner Sendung, die hauen Cayennepfeffer rein. Da bin ich also nicht. Also man kann, wenn ich das richtig sehe, sowas auch nicht nur in getrocknetem Zustand nehmen. Wenn man also vor Ort ist, weiß man, dass die das auch in wunderschöner, frischer Form weiterbringen. Das ist eine hervorragende Sache. Ja, ja. Und es gibt ja jetzt auch alles zu kaufen. Ein bisschen Salz durch noch. Wir kriegen ja also fast alle Kräuter und diese Dinge auch frisch. Ja, manchmal kriegt man fast schon ein schlechtes Gewissen, dass man sich aus den Jahreszeiten abkoppelt. Ne? Wenn ich das in der Küche meiner Mutter betrachtet habe, das war also jeweils wieder spezifisch. Wir konnten in der Küche sehen, in welcher Jahreszeit man war. Ja. Ich erinnere mich noch, wenn es das erste Mal im Frühjahr bei uns Gurkensalat gab. Ja. Das war ein Fest. Das war wirklich in der ganzen Küche. Da gab es noch hinterher sowas wie Liebstöckel. Ich weiß nicht, ob das noch können. Das ist großartig. Wunderbar. Ich habe den abgeseilt, damit nicht so viel Flüssigkeit ist. Kann so ein ganz kleines bisschen davon wieder rein. Denn jetzt kommt als Flüssigkeit, und das ist der Witz. Ich muss jetzt mal ein bisschen verteilen. Als Flüssigkeit kommt jetzt Wermut drauf. Das ist eigentlich so ein bisschen der Clou an dem Ganzen. Und da kann man natürlich auch einen Wein nehmen, einen schönen trockenen Wein. Denn Wermut ist ja Wein, der durch Kräuter irgendwie angereichert wurde. Aber es ist mit diesem Wermut eigentlich wirklich am schönsten. Ja, wenn man sich Provençal vornimmt, dann muss man natürlich auch sehen, was würde man denn dort nicht? Und natürlich, damit es echt Provençal ist, gehört natürlich Knoblauch. Darf ich mal, Entschuldigung, hier rein? Dieses Rezept wird übrigens auch genannt das schnellste Huhn der Welt. Aha. Das wird so in 20... Schnellster Hahn. Bleiben wir dabei. Der schnellste Hahn der Welt, genau. Obwohl das, vertiefen wir nicht. Nein. Also die Hühner, die habe ich mir sagen lassen von meinem Händler, von meinem Geflügelhändler. Die Hühner kocht man in der Suppe und die Hähne brät man. Ja. So. Auch darüber kann man zum Philosophen werden, aber das machen wir nicht. Ich sag's nochmal, wir bleiben heute beim Kochen. Wenn dann noch die Poularde dazukommt, dann wird's ganz kompliziert. So. Aber das ist aber eine gute Menge dabei. Das ist eine sehr ordentlich. Donnerstagsmenge, also nach der Kabinettssitzung, nicht vor der Kabinettssitzung. Für ein längeres Wochenende ist das gut geeignet. Genau. Ja, noch das ein Stückchen. Das sieht doch mal so sehr, das soll man nicht sparen, das ist wahr. Nee. Aha. So.
fertig jetzt aus. Jetzt können Sie weitermachen. Nachher, ja. Wenn es fertig ist, kommt noch ein bisschen Creme Fraiche und Sahne drauf. Und dann probieren wir das. Ein schönes, schnelles... Ganz schnell. Da kann man alles andere auch mit dabei legen. Ja, und die Tomaten kann man natürlich, wenn man das ganz doll machen will, auch schön häuten, also frische nehmen. Berufstätiger Junggeselle muss ich natürlich zu solchen Sachen... Obwohl ich sagen muss... Für solche Gerichte sind diese geschälten aus der Dose gar nicht so schlecht. Man muss natürlich auch dazu sagen, so viel Zeit braucht man wiederum auch nicht, um eine vernünftige Tomate zu nehmen. Also ich mache es auch sehr oft mit der echten, aber manchmal auch mit dieser, die ja auch keine falsche ist. Und ich muss Ihnen sagen, die benutzen reife Tomaten für die Dosen. Manchmal sind die ich frisch kaufe, nicht so gut. Ja, wenn man sich fragt, wo sie überall herkommen, dann muss man wirklich schon... Und was Sie sagen, aber da gibt es ja viele... Also, das war die Ausgangssituation dessen, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Denn man braucht ja heutzutage eigentlich nicht mehr nachzustellen, wie macht man einen Hefeteig. Doch, ich habe... Aber ich hab, sinnvoll ist es schon. Ich habe immer einen unglaublichen Respekt vor Hefeteig. Ja, das ist wahr. Jeder wird auch anders. Ne? Weil es ja mit dem Gehen... Das ist jetzt da innen die Hefe, die wurde angesetzt. Wir haben eine frische, wir können natürlich auch eine Trockenhefe nehmen, aber im Allgemeinen ist das so ganz schön. Sie haben das Ei drin, Sie haben Margarine drin, Sie haben Zucker drin, Mehl drin. Ja. Damit ist... Und die Hefe wird angesetzt mit ein bisschen Milch. So sieht's aus, jawohl. Da liegt natürlich auch für viele schon wieder eine halbe Philosophie drin, wie man das macht. Und auch die Sorge, kann ich das oder kann ich nicht? Das ist aber gar nicht so kompliziert. Also ich gebe ja zu, ich backe relativ häufig. Aber bei solchen Dingen wie Hefeteig gehe ich immer ganz gerne noch mal zu meiner Frau und sage, sag mal, hilf mir mal ein bisschen dabei. Ich habe ein bisschen Respekt. Also das kann man dann jedenfalls kneten mit so einem Apparat. Ja. Ich gebe zu, wir sind ja hier in ganz besonderer, guter Atmosphäre. Man kann das von allem Anfang an auch schon mit den Händen machen. Ja. Ich mache das hinterher auch gerne so weiter. Wir benutzen diese Hilfsmittel ja auch ein bisschen, weil wir im Zeitlichen so unbegrenzt sind, wie man das in der Küche ist, nicht? Aber Sie sehen, er wird schon sehr, sehr, sehr ansehnlich. Und das geht ja durchaus heutzutage sehr schnell. Auch hier muss ich sagen, denkt man daran zurück, wie das mal ursprünglich einen erreicht hat, dann ist das ja fast schon, eine Mechanisierung. Ja, also meine Mutter hatte sowas nicht. Nein. Also später ja, als sie alt war natürlich, aber... Das war bei mir auch so, die hat es aber abgelehnt, damit das Schimmer... Sie war auch nicht so begeistert von diesen Geräten. Ja. Sie hat außerdem gesagt, ich muss das alles waschen nachher. Es ist viel einfacher, die Hände zu waschen. So, das müsste ich jetzt eigentlich ganz gut schon runtergehen, sehen Sie. Aber auch mit den Händen. Den Rest machen mit den Händen, das wäre... Eigentlich etwas zu wenig. Und Sie haben ja eben schon von dem Lustgewinn gesprochen. Lustgewinn. Also wenn Kochen, Backen und anderes, unser eins jedenfalls, zu einer Arbeit wird, dann meine ich, sollte man sich nochmal überprüfen. Ja. Mir macht es schlicht und einfach Spaß. Ist es auch entspannend für Sie? Ja. Für mich ist zum Beispiel, wenn ich einen ganzen Tag hart gearbeitet habe, viele Sitzungen hatte und komme nach Hause und koche noch was, bin ich ganz entspannt, weil ich mich total auf das Kochen konzentriere und alles andere vergesse. Also das ist sicherlich eine der schönsten Entspannungsmöglichkeiten, die man hat. Ich gebe zu, ich habe auch da die eine oder andere. Insofern ist das... Das ist nicht das Einzige im Leben. Das wäre etwas zu direkt. Aber Sie direkt. Kommen doch auch als Minister gelegentlich noch dazu, dieser Lust zu frönen und selbst... Also das, was wir hier vorbereiten, mache ich nun wirklich seit vielen Jahren. Ich bin jetzt in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet. Sagen wir mal, seit mindestens 25, 26 Jahren, jeweils vor Weihnachten, immer. Und das ist ein Familienrezept? Das ist ein altes Familienrezept. Wissen Sie, ich bin ja in Schlesien geboren, in Wallenburg, in Niederschlesien. Und in der schlesischen Küche spielt der Mohn. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt nämlich am Schluss einen Mohnkuchen. Ja, Sie sagen Mohnkuchen. Nennt man das Mohbabe. Mohbabe. Aber das können Sie auch, gut übersetzen. Wenn wir nur von Mohbabe reden würden, wüsste niemand Bescheid. Aber ich will es ja wenigstens für die Kenner, die uns zu sehen, auch noch mal sagen, dass das dies wird. Und wie gesagt, Sie sehen, dass der schon ganz gut wird. Der wird dann noch ein bisschen... Was heißt Babe? Ach, Babe ist eine bestimmte Kuchenform, ich bin sprachschöpferisch und sprachforscherisch nicht tätig gewesen. Aber Sie sehen, toll.
Im Grunde ist das ja wie der, den wir vorhin gesehen haben, nur der war schon gegangen. Der war schon so weit. Der muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen, wenn ich mich erinnere, an meine Mutter, hat die den an den Ofen gestellt. Da sollte er auch, aber auch das mit Maßen. Nicht zu warm. Richtig, jawohl. Also Ofen haben wir eh nicht, Zentralheizung in die Nähe. Ja, es wäre auch noch schöner, wenn wir noch bei Bio in der Küche auch alle diese Dinge noch hören. Das wäre ein bisschen reichlich. Nein. Aber Sie sehen, es lässt sich auch für einen nicht gerade herausragenden Fachmann nachvollziehen. Ich muss sagen, Hefeteig Sie ist haben mich machbar. Heute überzeugt. Ich hatte immer Respekt, habe gedacht, das werde ich nie können. Aber ich glaube, das kann sogar ich. Ja, doch. Also, sehr schön. Das Ergebnis sieht man meistens hinterher. Ich sage nochmal, wie heißt das so schön? Man steckt nie drin. Man steckt nie drin. Das ist... Also, so ein... So, soll ich ihn darüber stellen zur Heizung? Kommt so nett, wenn man so einen Assistenten hat, das ist in Ordnung. Kommt da was drauf, ein Tuch? Ja, ein Tuch würde ich auch drüber machen, habe ich eben schon mal gemacht. Ja, das Tuch sollte auf jeden Fall mit drüber kommen. Und dann lassen wir ihn mal arbeiten. Sehr schön. Das ist erfreulich, dass auch Teig arbeiten kann. Ja, jetzt haben wir ja den vorhin schon, den haben Sie ja, den können Sie doch wahrscheinlich also, jetzt schon verarbeiten. Was man mit dem macht, die Sache ist, dass man ihn entsprechend ausrollt, ja. Dann auf diesen ausgerollten Teig dann die Füllmasse. Die Mohnmasse. Drauf. Also, na, mal ein bisschen. Mohn ist ja hier in ich gehe mal von aus, dass er, wie man so schön sagt, nicht etwas klebt und nicht hängt. Aber vorhin hat der gar nicht, also der war wunderschön. Ja, sicher, das ist schon richtig. Aber Sie wissen ja, wenn es dann darauf ankommt. Nee, perfekt. Ja, Sie kennen die vielfältige Verwendung dieses Instrumentes. Ja, das ist in Ordnung. Ich kenne auch all die blöden Witze. Ja, davon. Ja, aber auch den, sehen Sie? Mohn ist in Schlesien und übrigens da, wo ich aufgewachsen bin, in Mähren, Österreich-Schlesien wurde das auch genannt, ja. Hat man das ja viel mehr verwendet als hier im Westen. Das ist ganz sicher richtig. Vor allem hier im Westen Deutschlands ist es ja eher eine fast exotische Sache. Und bei uns war also meine Tanten und meine Mutter, alle, die haben unentwegt. Aber Sie sehen, wie wunderbar das alles läuft. Fantastisch. Nicht, dass er mich hinterher... Kann man aus Mohn nicht auch Opium machen? Kann man auch, ja. Ich glaube, das ist im unreifen Zustand gewinnt man aus dieser Kapsel, in der später diese schönen schwarzen Körner drin sind, eine Milch. Und das, ich habe das mal erlebt in der Türkei. Da bin ich mal in einem Opiumfeld aus Versehen. Ich habe nachts im Auto geschlafen, weil wir nicht mehr zur nächsten Stadt kamen, in Anatolien. Ja. Haben da einfach so die Liegesitze aufgehört. Und morgens sind wir erschrocken, da waren so bärtige Gestalten mit Gewehren. Und wir dachten, was ist nun? Da haben wir in so einem Opiumfeld geschlafen, den ich vermute, das also war nicht für Mohnkuchen gedacht. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Sie da zufällig übernachtet haben. Also, wollen wir mal festhalten. Aber hat denn der Mohn, wenn er dann reif ist, auch noch eine gewisse Rauschwirkung? Auch ich, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Ja, ich glaube. Viele sahen, dass es noch eine besondererweise schmackhafte Sache ist, das kann ich unterstreichen, woran das alles hängt. Jeder hat so seine Philosophie. Dabei. Richtiger Rausch kann es nicht gewesen sein, sonst wäre ja damals ganz Schlesien in einem einzigen Rausch gewesen. Ja. Früher, ne? Das ist schon wahr, aber so hat jeder seine Grundnahrungsmittel. Die Dortmunder haben das Grundnahrungsmittel Bier und genau. So geht das immer wieder weiter. Nicht nur die Dortmunder, also das geht auch bei anderen weiter. So, das ist die Füllung, die haben wir also schon, die Füllung, die haben Sie schon ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir ein bisschen vorbereitet. Das ist aber also was ist gemahlener Mohn ist halt drin. Malen Sie den selbst? Also für mich ist das die Hälfte der Freude, dass man den selbst... Sie kaufen den also noch so riesig als richtig, die Körner? Ja. Da weiß man nur, dass er völlig in Ordnung ist. Können Sie aber nicht in der normalen, also nicht mit Nein. so einem Mixer oder so machen. Es gibt geht dann eine richtige Mohnmühle. Und das ist wirklich Arbeit. Arbeit vor allen Dingen deswegen, weil der Fachmann natürlich weiß, man kann ihn unterschiedlich fein mahlen. Mhm. Und je feiner Sie ihn einstellen, umso mehr Kraft müssen Sie natürlich dahinter setzen. Umso feiner ist er dann auch. Umso feiner. Also ich mache den also wirklich in einer hoffentlich vernünftigen Form. Dann sind da drin, da muss ich mal wieder genau die Mengen sehen, weil ich es mehr nach... Intuition machen. Ja, aber wir wollen aber genaue Mengen angeben. Dies ist ja schließlich das Rezept von meinem Onkel Alfred. Auch Alfred? Der heißt nun wirklich. Das heißt, er ist leider vor einigen Jahren gestorben, war ein großartiger Bäcker, hatte eine Bäckerei in Potsdam. Potsdam. Kam auch, kam aus Schlesien, ist dann nach Potsdam gegangen, hat dort eine schöne Bäckerei aufgemacht und ich erinnere mich natürlich daran, weil ich dort mit meiner Mutter noch so in den letzten Kriegstagen immer hingefahren bin,
Und der fuhr diese Brötchen, die er gebacken hat, die hießen dann natürlich Schrippen, die fuhr über die Havel nach Herzogswerda rüber. Und da bin ich immer mitgefahren. Das ist mir unheimlich in Erinnerung geblieben. Von dem habe ich dieses Rezept dann wiedergeholt, weil leider meine Mutter relativ früh gestorben ist und dann uns dies nicht so hinterlassen konnte. Und haben Sie es dann zum ersten Mal nach seinem Rezept gemacht und hat es funktioniert? War auch eine Geschichte. Wie gesagt, ich bin dann nach Höxter an der Weser mit meinen Eltern gekommen. Und meine Frau kommt von dort. Ja. Und da war Mohn nicht so ganz verbreitet. Nee, und ich habe immer von dieser Mohbabe gesprochen vor Weihnachten. Und da hat meine Schwiegermutter eines Tages gesagt, Junge, ich mach dir für nächsten Weihnachten. Und in der Zwischenzeit hatte ich dieses Rezept bekommen. Von Onkel Alfred. Von Onkel Alfred. Und habe mich selbst dran gemacht. Wir wohnten damals oben bei Hannover. Und dann kam diese wirklich schwierige Situation. Weihnachten rückte näher. Ja. Meine Schwiegermutter brachte, wie gesagt, den Mohnstriezel und ich die Mohnbarbe. Und da wurde sie aufgestanden. Von da an ist zumindest dieses Geschenk von meiner Schwiegermutter nicht mehr eingegangen. Onkel Alfred hatte da gewonnen. Hat er gewonnen. Sagen. Und jetzt müssen wir doch noch sagen, was da alles drin ist. Also es sind fünf, ich nehme mal das für zwei dieser Größenordnung. Ja. Jetzt, weil man im Allgemeinen, wir sind, wenn Sie wollen, etwas barocke Menschen. Wir machen immer gleich zwei davon. Dafür brauchen Sie 500 Gramm gemahlenen Mohn, 150 Gramm dieser schönen Rosinen hier. Ja, wir haben, können das vielleicht alles mal dahin stellen, dann zeigen. Wollte ich gerade sagen, also das ist der Mohn noch in nicht gemahlener Form. Übrigens, gibt es den jetzt gemahlen zu kaufen? Das ist richtig, ja. Dann muss man ihn aber schnell verwenden, weil er sonst ranzig wird. Richtig. Und er kann eingefroren werden und man kann ihn selbst einfrieren oder auch schon gefroren aber kaufen. Aber nochmal. Nehmen Sie eine Mohn, eine Mühle, ist nur, also das sind die Rosinen. Dann haben wir gehackte Mandeln, dafür brauchen wir auch 125 Gramm. Dann brauchen wir drei, das ist schön, das ist schön. Da schreibt Onkel Alfred drei ganze Eier. Nee. Drei ganze Eier. Muss ja, das drei ist, ganze das Eier. Ist was, was das ist eine, wirklich was in besonderer Weise. Meine Mutter auch. Dann gibt es das, was nicht überall mehr verwendet wird, das Zitronat. Zitronat, das ist so kandierte Zitrusfrüchte. Und Sie brauchen dazu noch etwas Butter. Margarine ist das. Margarine. Und insgesamt dann hinterher, auch das wieder schön, ein Viertel bis einen halben Liter warme Milch. Wie meine Mutter, die das hat immer in ihre Rezepte geschrieben, ein Fingerbreit Butter. Ja, das sind solche... Ja, gucken wir unsere Finger an damit. Aber Finger begucken bringt Unglück, hat meine Mutter gesagt. Lassen wir das besser. Also das nimmt man, das kann man bei vornehmen Leuten auch mit einer entsprechenden anderen Gerätschaft. Nein, wir sind doch heute, wir haben doch den sinnlichen Tag. Und die Tag. Bringen wir daran. Wie gesagt, das kann, das muss eine schöne Masse sein. Sag mal, Zucker ist gar nicht drin. Ach doch, dann müsst ihr aber dabei sein. Milch stehen wir da hinten Milch auf. Haben wir da. Zucker haben wir auf jeden Fall. Zucker haben wir 200 Gramm, den siehst du. Na, Moment. Wir aber Zucker, alles hierher. Was brauchen wir Zucker hinstellen, weiß jeder. Weiß jeder, wie er aussieht. Jawohl. Ich habe hier eine große Sie haben recht, ich lese das gleich noch mal vor. Nur damit wir mal so die ganze Reihe einfach mal beieinander haben, sieht man das. Das ist so optisch. Also, Sie müssen einsehen, auch diese Füllung ist alleine schon sehr schmackhaft. Da wir ja drei Kinder haben, ist das vor Weihnachten immer so eine Sache, wie viele davon noch in den Kuchen reinkriegst und wie viel nicht. Die Tatsache, dass Sie das zu Weihnachten gemacht haben, hat natürlich damit zu tun gehabt, dass man das früher tatsächlich frisch um die Jahreszeit eben bekommen hat, während man es jetzt das ganze Jahr kriegt. Haben wir ja vorhin gerade mal daran schon erwähnt. Leider, muss man fast sagen, gibt es alles das ganze so Jahr. So ist es. Man, die Fantasie wird etwas, naja... Bisschen eingeschränkt. Da, nicht? Ja, ja. So, und es gibt weniger Freude auf die jeweiligen Jahreszeiten. Haben wir da hinten irgendwie so eine... Sie können hier oder auch am... Sie haben natürlich einen vorgebacken, damit, weil das ja doch eine Weile dauert, damit wir den jetzt dann auch mal probieren können. Denn ich bin natürlich schon sehr gespannt. Was trinkt man denn zu sowas? Also zu sowas trinkt man einen wirklich guten, ausgereiften, wie man sonst sagt, schwereren Wein. Ich trinke dazu eine Riesling-Auslese. Sie haben mir, glaube ich, eine mitgebracht. Ich habe eine mitgebracht. Die kalt gestellt. Und da werden Sie auch sehen, dass die da wirklich zu passt. Jetzt müssen Sie das also nur entsprechend aufrollen. Ich tue hier übrigens bei mir noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazu. Ja, ja. Und Sie sehen, das ist eigentlich eine ganz leichte Angelegenheit. Sie können das dann Wollen so Sie das nehmen. Hier reintun? In diese Form macht man vorher ein bisschen Margarine rum, damit das hinterher wieder rauskommt. Wenn man will, hinterher beim Backvorgang hinterher noch ein bisschen Eigelb obendrauf. Ist die Tatsache, das muss ich jetzt noch fragen,
Obster. Ist die Tatsache, dass da immer von Margarine die Rede ist, ist das auch etwas Sparsames? Ja. Könnte man doch wahrscheinlich mit Butter auch machen, oder? Nehme ich mal an. Ja. Jedenfalls bei der Füllung wird es sicherlich sein. Aber es kommt eben aus einer Zeit, ja, ich weiß, wo man... Natürlich. Das ist ja auch eine unglaubliche Sache. Wenn Sie die viele Gerichte der großen Küche sich ansehen, dann sind es eigentlich mit Zutaten, die ganz einfach sind. Warum? Mit guten Sachen kann jeder. Man hat früher viel Zeit gehabt und wenig Geld. Ja, jetzt hat man wenig Zeit und dafür etwas mehr Geld. Naja, dann wollen wir nicht von einem auf alle schließen. Aber mehr auf als früher, recht im Schnitt. So, dann können wir das hier... Wie viele Minuten stellen wir ein? Oh. 50? Brauchen wir wahrscheinlich bei der Rose nicht so genau. 45? Ja, 45 wird das auf jeden Fall reichen. Ich schreibe mal, ja? mal 45. Hoffen wir mal, dass Okay, sehr schön. Was ich kenne, dann darf so ich genau, wie das ist. Aber Sie sehen, das ist wirklich, freut mich eigentlich selber. Ne? Wie das, genau. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also, ich glaube, hier sind wir ganz gut. Ich mache mal Folgendes. Ich schau mal, ob der, ist durch. Fantastisch. Mal Sahne rein. Und ein bisschen Creme fraiche. Also das ist natürlich nicht, es heißt provenzalisches Huhn, aber in der Provence kocht man nicht mit so viel Sahne, glaube ich. Das ist wohl wahr. Ist aber auch egal, wie es heißt. Wie gesagt, heißt ja auch das schnellste Huhn der Welt. Und das lasse ich jetzt noch mal ein bisschen einköcheln. Mit offenem, also Deckel ab. Einfach noch mal so ein bisschen klein, etwas kleiner. Ich würde sagen, wir probieren mal. Darf ich jetzt Ihren... Also den würde ich wirklich drum bitten. Ein Wählener Sonnenuhr-Auslese. Das war von 83. Also das jetzt müssen wir aber das ist auch hier wirklich mal natürlich enthüllen. Die Enthüllung des Kunstwerkes. Also das ist von dem Weingut Johann Josef Prümmen in Wehlen an der Mosel. Wirklich eine der ganz, ganz großartigen Weine. Wir haben mehrere da, wenn Sie in die bischöflichen Weingüter gehen, ist das gut. Jammer. Aber das ist eine feine, feine Sache. Und ich glaube, so ein Riesling nimmt die Konkurrenz mit jedem anderen Weißwein auf. Ne? Wenn Sie den mal... Ja. So, jetzt müsste der möglichst wenig Teig drin haben, möglichst viel Mohn drin haben. Es müsste so geadert sein. Das weiß man ja immer erst, wenn man es aufschneidet, ob es gelungen ist. Besser, man steckt nicht drin. Nein, aber ich habe Ihnen mein schärfstes Messer. Aha, das ist die neue Art, das schärft sich selbst. Das hat hier eine Auflage. Und das ist gefährlich, aber auch wunderbar. Dann ist ja gut, dass Sie mir vorher gesagt haben, wo die Heffler sind. Ja, sehen Sie, so sieht das dann aus. Ah, der sieht ja fantastisch aus. Das ist durchaus auch sehr schön locker. Ah, jetzt aber. Der Teig ist rundum erfreulich. Und Sie sehen, den könnte natürlich auch eine Zeit lang liegen lassen. Das ist, Der schön. In jeder Hinsicht toll. Ganz ordentlich gelungen. Es gibt da Weltmeister, die immer noch fragen, wieso ist denn da gar kein Teig drin? So fein rollen die das aus. Na, also aber dazu bisschen, gehöre ich nicht. Ein bisschen dazu. Wollten wir doch. Muss auch. Ne? Also, ja, guten Appetit. Danke. Ne? Sehr schön. Zum Wohle. Oh, da hat aber eine Blume. Naja. Und das ist eben auch eine Auslese, die nicht so, süß ist. Ist wirklich eine. Aber das ist schon ein Wein, den man doch nur zum Dessert trinken würde. Also zum Essen wäre der zu schwer und auch zu süß. Nein, ich trinke sonst viel lieber einen sehr einfachen, trockenen, durchgewonnenen. Hammer, habe ich auch noch zum Huhn. Ja. Also der zu dem Huhn. Nein. Das ist, meine, Warten sowas nur, isst ob ich man ja... noch zu dem Huhn komme angesichts. Bitte? Oh. Oh, ist der also, den trinkt man selbst aus, den kriegt keiner mit. Ja. Der ist schon wirklich gut. So, dann gucken wir mal hier. Aha. Ich muss aber jetzt wirklich ein bisschen neutralisieren mit einem Stückchen Brot. Wenn ich jetzt... Ja, das ist wahr. Wenn ich das jetzt probiere, dann kann ich überhaupt nicht sagen, ob... Das ist wohl wahr. Darf ich Ihnen auch? Ja, gerne. Außerdem, Provençal, das erfordert die langen Brote. Ja. Ja, gut. Muss aber wirklich noch mal abschmecken. Mhm.
Ein guter Freund von mir hat mal da einen schönen Satz zu so einem Wein gesagt. Davon kann man leicht zu wenig trinken. Da. Kann man leicht zu wenig trinken. Das ist schön. Ein bisschen Salz fehlt. Mit dem Cayenne war ich wohl doch etwas großzügig. Ist ganz schön scharf, aber ist gut. So. Also solche Gerichte haben ja den Riesenvorteil, die kann man ja ganz individuell weiterentwickeln. Und verändern. Neu machen. Ja, die können Sie was man mit Thymian, mit Rosmarin, ja, Sie können ohne Knoblauch, mit Knoblauch. Natürlich. Was du gerade so über den... Hier ist das Besteck. Ja. Über den Markt gehen findest. Genau so. Und da sind wir wieder bei unseren Jahreszeiten. Ja. Das, was es dann gibt. Und frisch. Schon, also das ist, kennen Sie schon das neue, die neue Rhein, Riesling, die Rheingauflasche? Ja, ja. Kenne ich, ja. Ich bin so ein ganz konservativer Mensch, der sagt, lass uns... Fragen Sie mich nicht. Mir kommt es auf den Inhalt, eigentlich auf die Flasche. Und sogar immer extra die Gläser dazu. Leute, lenkt nicht von der Verpackung ab. Aber gut, sie ist, aber eins gut. Muss man sagen, wenn der Wein leer ist, als Vase mit einer Rose, sieht sie sicher ganz schön aus. Ne? Ja, ja. Ich erinnere mich bei so einer Flasche dann immer an den Inhalt. Genau. Rose hin, Rose her. Ja. Aber... Das ist schön. Ich sage ja noch mal, das ist eben, was ist das für einer? Ein Rheingauer. Ne? So. Ein Rheingauer Spätlese von 94. Ne? 94er Spätlese, sollte eigentlich dazu sehr schön passen, ganz durchgegoren. 94er ist natürlich noch ein... Jung. Ja. Aber das kann man beim Rheingauer immer auch jung und frisch trinken. Alter, der ist doch leicht. Der ist doch wunderschön. Ja. Ne? Ja. Ich tue mal das Süße. Dazu ist er sicher. So, dann darf man das mal probieren. Ja, ich bitte doch. Also ist es wirklich mit Respekt sehr gut. Ne? Ist auch durch. Mhm. Ist auch durch in den 25 Minuten. Ja. Ist auch nicht zu viel Pfeffer drin. Ne. Haben Sie durch Crème Fraîche noch mal sehr schön abgepuffert. Genau. Da freut ihr bei Crème Fraîche. Da kannst du eigentlich immer nie ganz was verkehrt machen. Nee, selbst wenn es ein bisschen zu salzig ist oder so. Packen wir noch eine Kleinigkeit dabei. Ich finde es auch sehr schön. Und hinterher fragt man sich dann allerdings wieder, warum geht dies nicht mal so ganz zu? Nicht? Das ist immer das alte Lied. Aber was für mich wichtig ist, ist eben, dass sowas schnell geht und einfach ist. Ja, sicher. Ich habe auch ein paar komplizierte Sachen, aber ich mag die. Haben Sie eine bevorzugte Küche eigentlich? Also ich bin nicht so ein ganz großer Mensch der großen Nouvelle Cuisine. Ja. Hab da Spaß. Ich habe sehr schöne freundschaftliche Kenntnis mit dem Johann Lafer. Ja. Den man Kollege. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Unsere Kollegen, ich muss mal ansprechen. Oder sagen wir mal so, ich bin ein Hobbykollege von ja, ihm. Ja, so ist er das. Er ist ja ein Profi, also insofern kein Kollege, nur als Fernseh. Aber im Fernsehen ist er ja auch reichlich vertreten. Ja. Also, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich esse sehr, sehr gern Fisch, muss ich deutlich sagen. Ja. Das ist auch vor allen Dingen dort. Trend. Und das ist ja wieder auch so etwas. Wenn ich mal überlege, was wir heute frisch an Fisch auf den deutschen Markt auch bekommen. Unglaublich. Wenn man zurückdenkt, da gab es mal einen Karpfen. Den Karpfen macht man in der Zeit, wo er dann geerntet wurde. Jetzt kriegt man das Ganze. Und jetzt hast du alles, was auch immer sein soll. Und beim Fisch ist es ein bisschen wie beim Hefeteig. Viele haben immer noch Berührungsängste. Ja? Ja. Und wissen nicht, wie man es macht. Aber es ist das Einfachste der Welt. Ich versuche auch hier immer wieder Fisch zu machen, um den Leuten die Angst zu nehmen. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren und wünsche alles Gute. Ich danke Ihnen herzlich. Als Abschluss einen Schluck. Prost.